Moin, hier ist Mike. Dieses Video ist ein Beispiel gewidmet zu dem Thema Notwendigkeit. Ich hatte schon in anderen Videos über Notwendigkeit gesprochen und wie wichtig das ist, dass man eine hohe Notwendigkeit hat, um Ziele zu erreichen. Ja, die Geschichte ist von einem jungen Mädel, 15 Jahre alt. Sie hatte eine Fähigkeit, sie kann gut Bilder malen, und so kam es, dass es die Möglichkeit gab, ein Stipendium an einem Malschule, also ein Studium für Malen, zu erhalten. Und dafür musste sie ein Thema malen und ein bestimmtes Bild abgeben, so dass das bewertet werden kann und dann zu sehen, ob sie dieses Stipendium bekommen kann. Ja, sie hatte noch 3 Monate Zeit und hat es rausgeschoben. Und ihre Mutter hat immer wieder zwischendurch gefragt, na, hast du das Bild denn jetzt schon gemacht? Nein, mache ich morgen. Nein, mache ich nächste Woche. Und so weiter. Das ging immer weiter, bis es schon bis zu dem Abgabetermin gekommen ist. Am nächsten Tag sollte das Bild abgegeben werden, das war der Stichtag, und sie hatte noch nichts fertig gemacht. Die Mutter, die hat da überhaupt nicht mit übereingestimmt. Ich würde mal sagen, sie war auch etwas sauer. Wie sie es jetzt gehandhabt hat, will ich nicht mal sagen, dass es die richtige Art und Weise ist, aber es ist ein gutes Beispiel für Notwendigkeitsstufe. Sie hat das Mädchen geschnappt, sie in ihr Zimmer eingeschlossen und gesagt, okay, du bleibst jetzt so lange drin, bis du das Bild fertig hast. Ach, das war so herzzerreißend. Sie sagte, sie war 3 Stunden in ihrem Zimmer eingeschlossen. Die ersten 2 Stunden war sie damit beschäftigt, zu weinen, zu heulen, zu dramatisieren. Und die nächste Stunde immer noch zu weinen, aber da hat sie schon drüber nachgedacht, was sie eigentlich genau machen könnte, was sie malen könnte, bis sie plötzlich durch war und dann innerhalb von 10 Minuten ein Bild gemalt hatte. Und jetzt kommt's. Sie hat das Bild abgegeben, saß in der Schule, hatte gerade Unterricht, ihre Mutter rief an und sagte, weißt du was? Ich weiß gar nicht genau, wie sie es gesagt hat, aber du hast das Stipendium. Da kannst du dir vorstellen, welch Freude dabei entstanden ist. Also es fing eigentlich mit Leid an und endete mit Freude. Und es zeigt hier genau, wenn du eine absolute Notwendigkeit hast, und du weißt, es gibt eigentlich nur der Weg zum Erfolg, dann wirst du, wenn du weißt, wie man etwas macht, weil sie weiß, wie man malt und wie man etwas zeichnet, dann wirst du das Ergebnis kriegen. Ich fand das ein super Beispiel zu diesem Thema und ich hoffe, es hilft dir auch weiter in deinem Erfolg. Tschüss!